Noch einmal werde ich dich nicht einfach so zurücklassen. Wir können nicht von vorne anfangen. Doch, das können wir. Ihre Bank weigert sich, den Betrag für das Hotel und die Flüge zu überweisen. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich fürchte, Ihr Konto ist nicht gedeckt. Ich habe mit ihm geschlafen, aber nicht freiwillig. Was? Er hat mich erpresst. Dieses Schwein hat mich dazu gezwungen. Damit sagen, dass Sven dich vergewaltigt hat? Er hat mich erpresst. Ich musste mit ihm schlafen, sonst hätte ich dich nicht aus dem Gefängnis geholt. Isabel, was du da erzählst. Mann, Sven hat dir in dem Club das Kokain untergeschoben aus Eifersucht. Das ist doch absurd! Es ist die Wahrheit! Der hat das von Anfang an geplant. Der wollte dich aus dem Weg schaffen, um sich an mich ranzumachen. Ich fass es nicht. Kannst du mich jetzt verstehen? Erst betrügst du mich und dann kommst du mir mit so einem Märchen? Nein, Sven, der... Hör auf! Wenn du wenigstens zu dem stehen würdest, was du getan hast. Aber jetzt die ganze Schuld auf Sven zu schieben. Das ist das Mieseste, was ich bisher erlebt habe. Ich glaube, Brutus hat keinen Hunger mehr. Herr Brandner, haben Sie mich verstanden? Ja, da muss bei meiner Bank irgendwas schiefgelaufen sein. Es tut mir leid, aber ohne Bezahlung kann ich Ihnen die Reiseunterlagen nicht aushändigen. Verstehe. Können Sie die Reservierung nicht noch für einen Tag aufrechterhalten? Üblich ist das nicht. Okay, ich komme morgen einfach vorbei und zahle die Tickets in bar. Okay. Okay, ausnahmsweise. Super. Okay, danke schön, Herr Hamel. Dann bis morgen. Tschüss. Vielleicht finden wir ja auch was für Brutus in London. Alles in Ordnung? Klar, ich kann morgen die Reiseunterlagen abholen. Schön. Ich habe auch schon meine Freundin in London angerufen. Die wirst du dann kennenlernen. Ich freue mich schon so auf die Reise. Du glaubst gar nicht, dass ich die letzten Jahre nur davon geträumt habe. Alles okay? Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Das war Lars, habe ich recht. Hanna! Hanna, warte! Mach's gut. Wann sehen wir uns wieder? Ich weiß nichts mehr. Ruf mal uns da nicht ab. Ich hab dir gesagt, du sollst mich zurückrufen.
Nur weil du dich nicht zusammenreißen konntest. Florian hat mich so genervt, dass ich ihm von unserer Nacht erzählen musste. Ja, jetzt glotz mich nicht so an, wir haben ein Problem. Du bist das Problem. Du hast dich benutzt, du hast meine Beziehung kaputt gemacht. Wir müssen unsere Version abstimmen. Du meinst Lügen? Wie konntest du Florian erzählen, ich sei freiwillig mit dir ins Bett gegangen? Du bist echt der mieseste, gemeinste... Du hast schon mit ihm gesprochen? Er weiß also alles. Du hast ihm nichts gesagt? Nein. Ich denke, du weißt, was dir da ersparen bleibt. Ja, aber warum können Sie meinen Dispo-Kredit nicht einfach erhöhen? Verstehe, okay. Ja. Trotzdem danke. Tschüss. Hey, wenn du das Handy nicht mehr haben willst, dann gib es mir. London? Ich krieg das Geld nicht zusammen. Ja, muss das denn unbedingt sein? Du hast doch gesehen, wie sehr sich Cecile auf die Reise gefreut hat. Ich kann doch mit ihr nicht in die Jugendherberge gehen oder so. Ja, aber du musst sie doch nicht unbedingt einladen. Sie wollte die Reise doch sowieso erst nicht annehmen. Ja, zuerst vielleicht nicht, aber wie würde ich denn jetzt dastehen? Das kann ich nicht bringen, ich hab's ihr versprochen. Ich muss bis morgen irgendwie an Kohle rankommen. Entschuldigt, ich muss noch was nachsehen. Ach, immer noch kein Feierabend. Feierabend? Was ist das? Ah! Ist das dein neuer Drucker? Die gewonnene Wette? Hm. Schönes Stück. Verzock's nicht gleich wieder. Ach, du kannst auf keinen Fall mehr anpumpen. Nee. Der erfährt, dass du das ganze Geld verprasst hast. Wer fasst alles? Aber vielleicht gibt's da noch eine andere Möglichkeit. Möchtest du noch was bestellen? Na, danke. Macht wohl keinen Sinn mehr, länger auf Hannah zu warten. Ich habe sie nicht mal telefonisch erreicht. Ach, die hat bestimmt viel zu tun. Macht 12,80 Euro. Das stimmt so. Soll ich Hannah noch irgendwas ausrichten, oder? Ja, sag ihr doch bitte einen lieben Gruß. Sie soll mich doch mal anrufen, ja? Ja, geht klar. Ciao. Tschüss. Und dann? Du wolltest mich trösten und ich fing einfach an, dich zu küssen. Bis du mir nicht mehr widerstehen konntest. Eine Kleinigkeit fehlt noch, wenn ich mich nicht irre. Wir hatten beide ein schlechtes Gewissen danach. Bravo! Das ist ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ich hoffe, das lässt sich bei Flora nicht im Stich. Komm ruhig rein. Wir sind fertig, oder? Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen? Okay. Na, bis dann. Schönen Abend noch. Was hat denn der hier noch zu suchen? Er hat Florian erzählt, ich hätte ihn verführt. Na, das hat er ihm hier wohl hoffentlich nicht abgenommen. Doch. Florian hat mir kein Wort geglaubt. Wie? Du hast es ihm gesagt? Keine Sorge. Florian wird dir glauben. Er liebt dich. Und wenn du willst, dann rede ich nochmal mit ihm. Nein, das ist zu gefährlich, Hannah. Wegen Sven. Er weiß ja noch nicht mal, dass ich Florian alles erzählt habe. Weißt du, Sven ist zu allem fähig, der hätte Florian umbringen lassen. Ich will dich da nicht auch noch mit reinziehen. Komm, so geht das nicht weiter. Ich weiß, was soll ich denn machen? Sven, der... Ja, ich muss noch mal mit Florian sprechen. Ich muss mir glauben. Und
akzeptiert das offizielle Ergebnis des dritten Rennens. Und du willst wirklich dein ganzes Geld setzen? Ja, sonst kriege ich nie genug für den London-Trip zusammen. Und wenn du verlierst, kannst du Cecile heute Abend ihre Koffer wieder auspacken. Ja, aber sonst reicht's nur für Currywurst und Camping in Oberhausen. Da, mein Glücksbringer, Mrs. Frisk im nächsten Rennen. Bist du sicher? Mann, Nico, für Pferde habe ich ein Näschen. Also ich setze auf Cool J. Cool J? Da kannst du dein Geld lieber sparen. Wieso? Ist doch ein guter Name. Außerdem ist er der Favorit. Achtung, eine wichtige Durchsage für das vierte Rennen. Mrs. Frisk wird wegen Formschwäche zurückgezogen. Tja, jemand mit deinem Näschen sollte mit Currywurst in Oberhausen zufrieden sein. Ich fink noch mal Glückspferd. Verlass dich drauf. Bitte vielleicht schafft es das nächste Jahr bis zum Start. Eine Minute vor dem Start. Jetzt wird gewettet. Vielen Dank. Unten in der Kneipe. Mhm. Glaub mir, es ist wirklich besser, wenn ich dich und Lars da nicht mit reinziehe. Ja, ja, klar. Hanna, es tut mir leid. Ich weiß, wie schwer dir das fällt, Lars meinetwegen anzulügen. Ach, es gibt halt Dinge, da kann man nicht richtig offen sein. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Okay, bis später. Hanna? Du bist ja doch da. Ich habe schon ein paar Mal versucht, dich zu erreichen. Mensch, ich habe mir Sorgen gemacht. Falke fällt nach hinten ab und verliert den Anschluss. Cool J weiter vorne, dahinter Nasty Boy. Caramba, Verano, Blue Arrow. Siehst du, du hättest doch auf Cool J setzen sollen. Favoritensieg bringt mir gar nichts. Bei der Quote springt doch kaum was raus. Bei einem kleinen Gewinn könntest du aber beim nächsten Rennen wenigstens noch mal mitsetzen. So gewinnt dein Blue Arrow höchstens das Mitleid seiner Konkurrenten. Abwarten. Hallo, Cecile. Hi. Wo bist du denn? Ich bin... Robin, sollen wir in das Geschäft da gehen? Ich bin mit Nico in der Stadt. Ich wollte nur wissen, ob wir uns heute Abend direkt am Flughafen treffen. Nee, ich komme besser vorher bei dir vorbei. Okay, wie du willst. Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich mich auf unseren Urlaub freue? Ja, hast du. Tut mir leid, ich muss echt Schluss machen, ja? Okay, bis später. Ich küsse dich. Bis dann. Pferde kommen jetzt auf die Zielgerade. Immer noch für Cool J mit einer Länge vor Nasty Boy. Vielleicht können wir ja meinen Gewinn nochmal setzen, hä? Cool J lässt nach. Blue Arrow zieht an. Cool J, Blue Arrow. Ach, warte. Blue Arrow und immer weiter auf, immer weiter. Cool J und Lauf. Blue Arrow. Lauf! Die beiden liegen jetzt nur auf den Kopf. Blue Arrow, Blue Arrow, Blue Arrow gewinnt. Hab ich's nicht gesagt? Na, wer ist der weiseste Mensch auf der Welt? Ja, wenn ihr besten Riecher. Ja. Isabel denkt sich eine so hanebüchene Geschichte aus? Das ist es ja, was ich nicht kapiere.
einen Seitensprung verheimlichen, okay. Aber so eine Lüge macht einfach keinen Sinn. Würdest du Sven denn sowas zutrauen? Sowas würde ich niemandem zutrauen. Florian, Besuch für dich. Herr Hübner. Hallo. Ja, ich muss wieder an meine Arbeit. Ich auch. Ich würde gerne noch mal mit dir reden. Was gibt's denn noch? Hast du schon mit Isabel gesprochen? Du kannst ihr also nicht verzeihen. Sie hat mir das Ganze ein bisschen anders geschildert als du. Hallo, Bruna. McNeil. Sie wollten mich treffen? Sie sollten längst wieder in Australien sein. Sie gefährden das Zeugenschutzprogramm, wenn Sie sich nicht an unsere Anweisungen halten. Es ist etwas dazwischen gekommen. Ich habe Hannah wieder getroffen. Sie wohnt jetzt in Düsseldorf. Sie hätten mich vorwarnen können, Bruna. Wir haben Ihre Frau regelmäßig überprüft. Sie kann noch nicht lange von München hierher gezwungen sein. Eine Chance haben, ihre neue Identität aufzudecken, dann durch Hannah. Sie müssen den Kontakt sofort abbrechen. Das geht nicht mehr. Ich liebe Hannah immer noch und ich werde sie nicht noch einmal sitzen lassen. Hören Sie zu, Bruna, Sie können mich nicht zwingen, nach Australien zurückzukehren. Sie riskieren Ihr Leben. Verdammt richtig. Aber es ist mein Leben. Und es ist meine Liebe. Woher kennst du eigentlich deine alte Freundin? Hm? Hallo? Woher kennst du die alte Freundin, mit der du dich gestern so verplaudert hast? Ach so, aus München. Sag mal, bist du sauer? Nein, natürlich nicht. Obwohl ich es sein sollte, weil du mein Essen verschmähst. Es tut mir leid, ich habe irgendwie nicht richtig Hunger. Ein Nachtisch vielleicht? Liebevoll zubereitet? Mhm. Ist irgendwas? Sag mal, habe ich dir irgendwas getan? Nein, es ist alles in Ordnung. Weißt du was, Lars? Wir unternehmen was. Basketball? Von mir aus gerne. Ich hab dich lieb. Aber ich werde dich gleich schlagen. Wie kannst du mich sowas überhaupt fragen? Ich will die Wahrheit rauskriegen. Das müsstest du doch als Polizist verstehen können. Du musst doch merken, was hier abgeht. Isabel erzählt dir irgendeinen Müll. So ein Schwachsinn, den kannst du doch unmöglich glauben. Aber dir soll ich glauben, ja? Ihr beide habt mich doch wochenlang beschissen. Florian, ich schwöre dir, ich habe es nicht gewollt. Okay. Dann nenn mir einen Grund, warum Isabel lügen sollte. Ja, was weiß ich? Wahrscheinlich will sie eure Beziehung retten, indem sie alle Schuld auf mich schiebt. Das wäre aber sehr kurzsichtig. Wieso? Sie scheint ja damit durchzukommen. Hältst du mich wirklich für so skrupellos? Denk einfach nochmal darüber nach. Wir waren noch mal Freunde. Hallo. Was ist mit euch los? Sag mal, wolltest du mich nicht vorführen? Da musst du dich aber schon ein bisschen mehr anstrengen. Ich wollte dir nur ein bisschen Zeit lassen, um warm zu werden. Ach, immer noch so siegessicher. Was hältst du denn von einem kleinen Einsatz? Na klar, was denn? Wir könnten essen gehen. Wenn du gewinnst, zahle ich. Ansonsten? Ah, da wird sich aber dein Geldbeutel auf was gefasst machen müssen. Ich habe nämlich richtig Hunger. Aha. Aber mein Essen von heute Mittag nicht anrühren, was? Ja, ja. Deal? Deal. Faul. Das war faul. Tut mir leid. Manchmal vergesse ich eben, dass es ein körperloses Spiel ist.
Es ist nicht immer einfach, sich daran zu halten. Gib es zu, du willst mich nur ablenken, um zu gewinnen. Wie, das traust du mir zu? Na klar. Okay, du hast mich durchschaut. Ich sag Bescheid, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie erwartet Sie schon. Ciao, Robin. Felix, hey. Du bist schon wieder zurück aus Rom. Ja, und du gehst auch gerade auf Großstadttour, hä? Da weißt du schon gut Bescheid. Verliebte Frauen schwärmen eben viel. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, dann hat das mit Cecile und dir ja doch noch geklappt. Dankeschön. Ja, und wie man hört, legst du dich hier ganz schön ins Zeug. Erster Klasse Flug, Hotel, Suite. Hallo. Wer für diese Frau nicht alles tut, der ist... Was hast du nur mit dem angestellt? Robin ist ja kaum wiederzuerkennen. Frag lieber, was er mit mir angestellt hat. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit ganz für uns allein. Mhm. Hey! Vielleicht solltest du Florian heute doch noch mal anrufen. Hm? Vielleicht morgen. Und wenn er bis dahin mit Sven gesprochen hat? Der wird nur weiter über dich herziehen. So wie Florian im Moment drauf ist, macht er einen großen Bogen um Sven. Okay, vielleicht rufe ich ihn heute wirklich noch mal an. Was ist denn das? Ausfall. Wo ist denn der Sicherungskasten? Auf dem Flur draußen. Ich guck mal, ob in der Kneipe alles okay ist. Ja. Das ist ja komisch. Du kannst nur in der Pension angekurzt. Hi. Hallo, sag mal, so spät ist es schon? Du bist ja heute nicht so ganz auf der Höhe, was? Schon beim Basketballspielen hat man das gemerkt. Aber du hast nur gewonnen, weil du mich abgelenkt hast. Hm, das sind nur Ausreden. Wenn du willst, gebe ich dir morgen Revanche. Okay, dann zahlst du das Abendessen. Sorry, Hannah. Wir müssen ein paar Getränke aus dem Keller holen. Klar. Simon, der ist aus deiner Tasche gefallen. Mein Ehering. Habe ich gefunden. Da steht ja dein Name drin. Vorsicht, sonst schneidest du dich noch. Schön brav bleiben. Ja, so ist es gut. Du tust jetzt genau, was ich dir sage. Sonst muss ich dir leider dein zartes Hälschen aufschlitzen.